Hallo zusammen, ich schulde euch noch ein Video, in welchem ich die Top- und Flop-Produkte zeige von mir, die man nicht in der Drogerie kaufen kann. Und vorab wollte ich nur klären, dass die Meinung über diese Produkte meine persönliche ist und dass Kosmetik natürlich auf jeden Einzelnen anders wirkt. Und ich fange mit dem ersten Produkt an und dieses Produkt ist ein Flop-Produkt. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, es ist etwas von Bobbi Brown. Und Bobbi Brown ist ja meine Lieblingsmarke, deswegen ist das schon recht heftig. Und zwar ist das dieser Lippenstift von Bobbi Brown, das ist die Farbe Salmon. Habe ich auch mal in einem Einkaufsvideo vorgestellt. Die Farbe ist wunderschön, ist so eine Lachsfarbe. Die Verpackung ist natürlich auch 1A. Die Konsistenz aber ist mehr als fragwürdig, denn auch wenn meine Lippen glatt sind und ich den Lippenstift auftrage, setzt er sich trotzdem irgendwie zwischen Fältchen ab. Und auch wenn ich Lippenpflege noch drauf tue und dann den Lippenstift, setzt er sich trotzdem ab. Also es ist eine ganz, ganz komische Konsistenz. Also man kann, wenn man Lippenpflege, dann den Lippenstift und dann Lipgloss aufträgt, dann funktioniert der Lippenstift hier, ohne dass sich Farbe irgendwie absetzt, was ja total hässlich aussieht. Also so ein Lippenstift, so ein teurer, der sollte auch alleine funktionieren. Das ist wirklich das Mindeste und ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Also wahrscheinlich gilt das nur für diese Farbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lippenstifte von Bobbi Brown so schlecht sind. Dann aber zu einem Top-Produkt und dieses Produkt ist auch eins von Bobbi Brown. Ich muss leise reden, falls euch das auffällt, weil meine Eltern bereits schlafen. Ich bin wieder bei meinen Eltern zu Besuch. Ja, weiter geht's. Ein Top-Produkt von Bobbi Brown. Habe ich schon sehr, sehr oft erwähnt. Ein Pot Rouge. Und den letzten Monat habe ich sehr oft die Farbe Powder Pink benutzt. Mehr als Raspberry. Und zwar habe ich Powder Pink sowohl für die Wangen benutzt, als auch für die Lippen. Und auf den Lippen gibt das so einen schönen rosa Nude-Ton. Und auf den Wangen wirkt das auch schön frisch, dennoch dezent. Also ist nicht zu kräftig. Und ja, diese Kombination auf Wangen und Lippen liebe ich. Und auf den Lippen trage ich über dem Pot Rouge noch diesen Lipgloss von Rimmel auf in der Farbe Steal My Kisses. Und wie ihr sehen könnt an den Farben, diese beiden Produkte sind das perfekte Pärchen. Und ich liebe, liebe die Kombi. Und ich habe die so, so, so oft getragen. Ist echt wunderschön, steht bestimmt auch jedem. Dann, was ich sehr, sehr oft benutzt habe im letzten Monat, und zwar öfter als meinem Bobbi Brown Concealer. Mein Bobbi Brown Concealer ist immer noch meine Nummer 1, aber in der Woche, wo ich zur Arbeit gehe, habe ich als Concealer immer diesen Clinique Airbrush Concealer verwendet. Und wie ihr seht, ist die Schrift schon total abgegrapscht. Und zwar sieht der Stift so aus, da ist ein Pinselchen vorne dran und hier hinten kann man drehen. So eine Klickmechanik und dann kommt wird die Concealerflüssigkeit rausgepresst. Und dann trägt man den einfach auf und dann habe ich es immer mit den Fingern verblendet. Und vor der Arbeit, da lohnt es sich nicht, den teuren Bobbi Brown Concealer mit Pinseln aufzutragen. Und da geht das hier viel fixer und ist auch günstiger als der Bobbi Brown Concealer Kit. Wobei der hier auch schon 20 Euro kostet, aber ich würde mir den definitiv nachkaufen. Ja, falls ihr es merkt, ich bin ein bisschen heiser, ich bin leicht erkältet. Ein Flop-Produkt und diesmal ist es eines von MAC und ich habe es mir damals gekauft und habe es unter ein Favoritenvideo eingefügt, was ich total bitter bereue, weil diese Studio Fix Fluid Foundation, ich finde die total eklig. Wahrscheinlich werden mir jetzt viele widersprechen, weil die Studio Fix Fluid Foundation von MAC ja total beliebt ist, vor allen Dingen in Amerika. Aber ich persönlich finde, also ich finde die total ekelhaft. Erstens wegen dem Maskeneffekt. Also ich kriege durch diese, das ist hier die Farbe NC42 und ist eigentlich die perfekte Farbe für meinen Hautton. Aber es ist wirklich maskenhaft. Meine Poren sehen dadurch dicker aus und es fühlt sich auch total ekelhaft auf der Haut an. Also man merkt richtig, dass da irgendwas deine Haut zupappt und sie am Atmen hindert. Also es fühlt sich eklig an. Und wenn ich auch meine Hand darauf abstütze, dann gleitet die schon fast wieder ab. Nein, also es fühlt sich sehr unangenehm an, ist sehr unnatürlich. Und hier steht drauf mittlere Deckkraft. Ich finde aber, dass diese Foundation eine recht starke Deckkraft hat. Das ist für Leute, die das benötigen, natürlich super. Ich persönlich bevorzuge lieber Foundation, die so ein natürliches Ergebnis erzielen und nicht so ein
maskenhaftes, zugepacktes und die riecht auch eklig. Make-up an sich riecht ja nie angenehm, aber die hier, die riecht richtig, richtig eklig und künstlich und deswegen absoluter Flop. Ich habe wirklich mein Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Ich habe es jetzt vielleicht zweimal verwendet und ja, keine Ahnung, warum ich das früher als Favorit bewertet habe. Wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich so im MAC-Begeisterung war und dann alles, was MAC war, war natürlich automatisch gut, was es natürlich nicht ist. Naja, empfehle ich nicht weiter und ich weiß aber, dass meine Freundin das benutzt und bei ihr sieht das gut aus und sie mag die Foundation auch, aber ich persönlich finde die bar. Also würde ich mir niemals nachkaufen und ich werde wahrscheinlich den Inhalt auskippen und dann die Flasche nur für Back to MAC verwenden. Eine Foundation, die ich aber sehr gerne mag, ist diese hier von CK, die es leider nicht mehr gibt, weil alle Drogerien sich ja bereits von CK trennen. Und zwar ist das die für trockene Haut, also die spendet Feuchtigkeit. Und das Praktische daran ist, da ist der Pumpspender direkt dran. Bei MAC muss man den Pumpspender extra bezahlen und der Pumpspender alleine, dieses schwarze Ding, was ihr hier seht, kostet allein schon 3,95 € oder so. Und das ist, finde ich, Wucher. Also da ist der Pumpspender schon dran und hat eine leichte bis mittlere Deckkraft, diese Infinite Hydration Foundation. Und die finde ich sehr gut. Also die macht, normalerweise benutze ich ja keine Foundation, aber zu besonderen Anlässen oder wenn ich besonders müde bin oder so aussehe oder krank bin oder doch ein paar Unebenmäßigkeiten und Pickelchen und sowas habe, dann benutze ich schon mal Foundation. Und diese Foundation lässt meine Haut glatter aussehen, ebenmäßiger und frischer. Und das finde ich super. Also das ist die beste, die ich bisher ausprobiert habe. Und ich habe die Farbe 102 Tawny. Und wie ihr seht, wirkt das sehr hell. Aber dadurch, dass sich die Farbe super verblenden lässt und sich dem eigenen Hautton anpasst, erziele ich dadurch ein perfektes Ergebnis. Und ich liebe diese Foundation und finde es total schade, dass es die nicht mehr zu kaufen gibt. Aber naja, dafür benutze ich die ja selten. Also denke ich, dass die noch lange, lange halten wird, hoffe ich. Flop-Produkt. Ein Flop-Produkt wieder von MAC. Und zwar, ich finde die MAC Lidschatten super. Also 1 plus, da kann man nicht meckern. Ich habe mal von MAC einen Lidschattengeschenk gekriegt. Und zwar ist es ein Mineral-Lidschatten von MAC. Love Connection, so sieht der aus. Und ich habe mich natürlich super darüber gefreut. Wer freut sich nicht über ein Geschenk, wo MAC draufsteht? Also sieht auch super in der Verpackung aus. Ich liebe ja neutrale Farben. Wenn man es auf dem Finger swatcht, sieht es auch schön aus. Schöne Creme, so einen schönen Creme-Highlighter. Aber der Lidschatten hält nicht. Also im Laufe der man muss nur ganz, ganz leicht drüber streichen und schon verteilt sich der ganze Glitzer. Und das ist wirklich Glitzer. Und wenn ich den auftrage, auch mit einer Base, dann im Laufe des Tages fällt der Lidschatten runter und mein ganzes Gesicht ist voller Glitzer und deswegen kann ich den nicht verwenden. Auch als Highlighter, die Pigmentierung ist nicht so gut wie bei einem normalen MAC-Lidschatten. Und ich habe dann gedacht, ja okay, dann benutzt du es als Wangenhighlighter. Und das habe ich dann auch ausprobiert, auf der Wange das zu verteilen, aber das Ergebnis ist total glitzerig und grob. Also grober Glitzer verteilt sich dann auf der Wange und das sieht gar nicht schön aus. Also den kann ich auch nicht weiterempfehlen, diesen Mineral-Lidschatten Love Connection. So, dann ein weiteres Top-Produkt habe ich gerade nicht mit dabei und zwar ist das diese iCool 3-in-1 Cream. Die benutze ich nämlich sehr gerne. Jeden Tag eigentlich fast, wenn ich es zeitlich schaffe. Und zwar, wenn ich keine Foundation trage, dann trage ich die Alco Cream auf dem Wangenbereich auf. Habe ich auch in einigen Videos schon gezeigt. Und darüber trage ich meinen Rouge auf. Und diese Creme benutze ich fast jeden Tag. Deswegen ist es auch ein absolutes Top-Produkt für mich. Habe ich nicht dabei, aber die Creme seht ihr in der Swatchcam. Ich kann euch aber gleichwertige Produkte zeigen, die es auch nicht in der Drogerie gibt, leider. Und zwar Benefit High Beam. Ist auch so ein Flüssig-Highlighter, der wirkt auch sehr schön auf den Wangen. Und Leute, die von der, Style Warrior Collection von MAC auch dieses so ein Highlighter ergattert haben, so ein Flüssig-Highlighter. Die Farbe Pink Rebel sieht der Ico 3-in-1 Cream sehr ähnlich und haben ein gleiches Ergebnis. Also die zwei, die sind
vom Schimmer her der Eye Cream ähnlich, wobei Benefit High Beam ein bisschen intensiver ist, nicht mehr ganz so natürlich. Ja, und das waren meine Top- und Flop-Produkte außerhalb des Drogeriebereichs, Entschuldigung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Und zum Ende hin wollte ich noch eine Guru-Empfehlung machen. Und zwar habe ich vor kurzem einen neuen Guru auf YouTube entdeckt, und zwar ist das die Funny Pilgrim, und die finde ich richtig, richtig gut, und deswegen würde ich euch die gerne weiterempfehlen, und den Link zu ihrem Kanal werde ich auch in der Infobox verlinken. Also klickt mal drauf und abonniert sie, denn es wird sich sicherlich lohnen, und sie benutzt auch sehr viel Mac und Benefit und all die Produkte, die ich auch gern mag. Von daher finde ich sie ganz, ganz toll. Liebe Grüße an dich, und das war's mit meinem Video, und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!